Über 240 Jungrinder warten auf der Alpe Taufersberg auf den Viehtrieb zur nächsten Weide. Ein Viehtrieb von über 30 in einem Bergsommer. Und den bewältigen nur zwei Hirten. Der Fotograf Christian Heumader begleitet sie diesmal. Stefan Völkel und Thomas Kirchbieler. Mir liegt das Vieh sehr am Herzen, so steht das nicht machen. Weil wenn das Vieh am Herzen liegt, bin ich da hoch auf am Platz. Jedes Mal, wenn wir umsiedeln, hat alles unfallfrei gegangen. Das ist das Ziel von Anfang an gesetzt. Und das probiert auch jeder bestmöglich, was er kann, das zum Halten. Der Elektrozaun, der Haag, ist die Barriere zwischen Tieren und dem Abhang. Wenn du halt Pech hast und der Haag fliegt und die Ziecher da andere nachher, dann kannst du halt einmal sehen, dass sie sich gegenseitig nachschieben. Da ist, glaub ich, keiner scharf drauf, wenn er sowas hat. Normal laufen die schon so in die richtige Richtung, aber wehe, du hast einen dabei, der da irgendwie meint, der muss umdrehen. Dann hast du schon die größten Schwierigkeiten. Christian Heumader war selbst mal Hirte. Und als Fotograf sucht er solche Motive. Ja, super, oder? Das ist so gut. So gut, also. Wenn du denkst, das ist jetzt ein Mann und der schafft da das ganze Vieh noch. Das ist unglaublich. Stefan Völkel ist dafür verantwortlich, dass die Kolonne die Richtung hält. Und am Ende des Zuges darf kein Tier hinter Thomas Kirchbieler zurückbleiben. Das Leben auf der Alp, wie die Allgäuer zu Alm sagen, ist für viele Inbegriff von Naturverbundenheit, Abenteuer und Freiheit. Christian Heumader hat die magischen Momente des Bergsommers festgehalten. Er kennt aber auch die andere Seite. Ich war selber auf der Alp in den 70er Jahren und 80er Jahren. Mir geht es darum, zu zeigen, dass es auf der Alp nicht alle einfach zugeht. Es ist nicht nur Idylle. Allgegenwärtig ist die Sorge ums Vieh. Ein Auftrieb liefert zwar eindrucksvolle Bilder, aber auch heikle Situationen. Da muss schon mal ein verletztes Tier ausgeflogen werden. Meist aber geht es gut. Auch diesmal auf der Alpe Taufersberg. Geschwindigkeitsmäßig sind wir ziemlich vorne dabei, glaube ich. Von der Schnelligkeit. Ein bisschen Hirtenstolz darf da schon sein. Von der Weide ist es eine halbe Stunde Fußmarsch zur Unterkunft der Hirten. Die vordere Taufersberghütte oberhalb von Oberstdorf. Für Christian Heumader ist die Alp nicht nur Fotomotiv. Er befasst sich auch mit der Geschichte des Alplebens. Früher auf den Alpen war das wirklich entbehrungsreich, weil auch die Versorgung mit Lebensmitteln ungleich schwieriger war wie heute. Es hat ja diese ganzen Alpwege nicht gegeben. Das waren zum Teil tagelange Anmärsche zu diesen Alpen. Heutzutage bringt der Hubschrauber, was gekocht wird. Unverändert ist das Zusammenleben. Auf der Alp muss man sich mögen, sonst wird's ungemütlich. Stefan Völkel und Thomas Kirchbieler sind 4 Monate lang fast rund um die Uhr zusammen. Vor der Alp haben sie sich kaum gekannt. Das hat schief gegangen können, ist gut gegangen. Der beste Freund, behaupte ich, ist nicht das Beste dahin. Weil du hast einen Freund zum Verlieren nachher. Ich habe einen Freund gewonnen jetzt dahin. Ich halt immer anders, ob du einen Freund hast. Wo du siehst und jeder gerade wieder heim oder ob du 24 Stunden auf einen Alltag hast. Morgendliche Nebelschwaden. Was für ein Schauspiel. Für die Hirten sind sie eine Herausforderung. Täglich muss einer von ihnen kontrollieren, ob es jedem einzelnen der 242 Tiere gut geht. Die Sicht fast null. Ja, gerade so, dass es reicht. Aber darum haben sie ja Schirler dort. Da kann man sich noch immer ein bisschen orientieren. Bei so einem Wetter. Weil ohne das ging nicht viel jetzt gerade. Thomas Kirchbieler kann am Klang der Schellen die Tiere unterscheiden. Unter den, das ist das saftigste Gras unter dem Boschen. Darum gehen sie da am liebsten hin. Mokala. Ein Unglück ist zwar selten, aber im steilen Gelände ist der Absturz eines Tieres nie ganz auszuschließen.
Wenn einer auf der Schlag geht, ist mein, denke ich mir auch, das ist leer, das ist bei den Menschen auch so. Aber leiden, wenn einer leidet, das ist das Mindeste. Wenn du zuschauen musst, wie so Elend vor sich hin. Ja, verreckt eigentlich. Alle Tiere sind wohlauf. Aber auf einer Alp hat das Bergwetter immer wieder böse Überraschungen parat. Ein plötzlicher Schneeeinbruch zwingt die Hirten zum Abtrieb. Manchmal müssen sie den Weg sogar mit der Kettensäge passierbar machen. Und Wetterwechsel können sich zu heftigen Gewittern auswachsen. Ich habe das einmal erlebt, wo direkt neben der Hütte der Blitz eingeschlagen hat. Das ist unvorstellbar, was dann hat. Da hat's in der Hütte da sind Funke geflogen und gestunken hat. Und ja, wenn das noch rum ist, dann denkst du, boah, das war jetzt knapp. Christian Heumader ist nun im Hintersteiner Tal. Wir gehen jetzt zum Müller Fritz, hier auf der Möslaralp. Der Fritz hat eine harte Kindheit gehabt. Er ist hier als Kleinhirt quer und war viele Tage und Wochen allein und hat sich allein um das ganze Vieh kümmern müssen. Und er hat mich auch immer interessiert, der Fritz. Oh, grüß dich Gott. Ja, grüß dich Gott. Und? Ja, ja. Man kämpft so durch. Seit 57 Jahren ist Fritz Müller hier oben, jeden Sommer. Als Bub machte ihm besonders das schlechte Wetter zu schaffen. Ihm blieb nicht einmal Zeit, Feuer zu machen, um seinen einzigen Mantel zu trocknen. Von frühmorgens, bis es dunkel war, musste er draußen beim Vieh sein. Wie alt bist du, Fritz, wo du da das erste Mal? Ja, 8 Jahre. Und das sind also richtig lange Tage. Wenn der Tagsmaschine Wetter, das weißt du, da gibt es viel schon weniger Arbeit, aber halt im schlechten Wetter umso mehr. Gell? Also ich das auch nicht erinnert, da hat es doch dann 6-7 Wochen einfach gerangt. Wenn die einmal ein paar nass gewesen sind im Schneewetter, dann hat der eine halbe Woche noch mal anlegen können, der ist vertrocknet. Wobei, vorher dort, oder? Ja. Der ist vertrocknet. Naja. Es blieb ihm nichts, als jeden Morgen wieder rein ins nasse Gewand. Zu essen gab es meist Kartoffeln und einmal eine Tafel Schokolade, das Geschenk von einem Bauern. Das ist ein richtig guter Tag gewesen. Wenn der Sommer einmal kommt, ist eine Tafel Schokolade für mich dabei gewesen. Mhm. Aber den habe ich mit Genuss gegessen. Da hast du jetzt Bricklage 2-3 Mal umgedreht und angeschaut. Neben gut 40 Jungrindern hat Fritz Müller 2 Kühe für den Eigenbedarf an Milch auf der Alp, Maya und Sens. Und die haben ihre Eigenheiten. Sens geht höchstens halb in den Stall, weiter nicht. Maya duldet beim Melken keine Fremden. Der Kameramann darf nur durch den Türspalt filmen. Ja, ja. Du springst ja so gleich wieder drauf. Du bist der Hex, du. Du bist der Hex, gell. Dann wird die Hex eben draußen gemolken. Die Tiere sind sein Ein und Alles. Noch heute geht Fritz Müller ein Erlebnis durch und durch, das er mit 13 hatte. Er war damals ganz allein und Telefon gab es keines. Ein Rind war abgestürzt und Fritz musste es von seinem Leid erlösen. Mit der stumpfen Seite einer schweren Axt, einem Astbiegel. Das kommt schon herbar, wenn das so am Boden liegt und siehst, dass es eigentlich da keine Rettung mehr gibt. Dann habe ich die halt mit dem Astbiegel halt verschlagen müssen. Oh. Ja. In diesem Fall ist mir jetzt halt nur auf den Kopf gegangen, weil ich so jung gewesen bin. Ich bin ja noch ein Bub gewesen. Und doch, die Alp ist sein Leben geworden. Einige Kilometer weiter im Hintersteiner Tal. Das Wetter schlägt wieder mal um. Es geht jetzt auf der Alpe Blättele. Da sind 3 Kleihirte. Ja, schauen wir mal, wie es dir bei dem Wetter hängt. Gerade nicht so gut. Inzwischen hagelt es sogar.
Clara Karg, ihr Bruder Benjamin und dessen Freund Magnus Fügenschuh bleiben trotzdem. Das Vieh muss in sicheres Gelände. Kleinhirten müssen ausharren. Wenn die allzu klein sind, halt so Bürschle mit 8, 9, 10 Jahren, kommen auf so eine Alp und müssen dann auch eine Stunde lang im Regen standen, dann kommen schon manchmal die Tränen. Ja, das ist schon klar. Auf der Plättele Alp sind sie 15 und 16 Jahre alt und wetterfest. Ich habe es jetzt schon des Öfteren verlebt, dass es kargelt hat. Deshalb, das macht mir jetzt nochmal so viel. Aber, ja. Halt alle nur einen gescheiten Respekt. In der Hütte kümmert sich Mutter Heidi Karg, dass es wenigstens drinnen behaglich ist. Sie weiß, wie viel die Alp dem Kleinhirten abverlangen kann. Es wird schon viel verlangt. Rein körperlich viel laufen, Hitze, Kälte, Schlechtwetter. Da bewundere ich schon die Kinder, dass sie so zäh sind mit dem Ganzen. Du hast halt eine gemeinsame Aufgabe und du hast halt auch Situationen, die zusammenschweissen. Und wo du eigentlich nur den meistern kannst, wenn du zusammenhebst. Und dann ist es auch ein Zusammenhalt in der Familie, der sich gerade über die Arbeit entwickelt. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Ruhepause wird es schnell wieder Zeit fürs Vieh. Bei Regen sind die Hänge glatt und die Absturzgefahr für die Tiere ist deshalb groß. Das Kleinhirtendasein hält aber nicht nur Regentage bereit, sondern auch viele unbeschwerte Momente. Die Freiheit auf dem Berg hat auch Vater Florian Karg als Kleinhirte lieben gelernt. Wie er selbst damals für seinen Vater, sind seine Kinder heute eine große Hilfe für ihn. Das ist ganz wichtig für mich. Die nehmen mir viel Arbeit ab, die ich selbst machen müsste. Und also, durch das lernen sie auch Verantwortung zu übernehmen, als ich auf den späteren Weg. Aus meiner Sicht eine gute Lebensschule. Es ist immer dann schon leid, weil es ist wirklich eine kehle Situation, wenn es luftet und nass ist und kalt. Aber es gehört dazu. Ich muss im Schienenwetter kann jeder Hirte machen. Die sind ja alle drei hart im Nehmen. Und mit solchen wird die Alpwirtschaft auf jeden Fall weitergehen. Diesen Biss, auf das kommt es ja letztlich an.